Tag Nummer 4, ein neues Equipment-Teil, das zum Einsatz kommt. Heute brauchen wir für das vierte Train at Home 2 Wasserflaschen, ein grosses Badtuch, einen Stuhl und ein Sixpack Wasser. Wasser! Gut, wie jeden Tag starten wir zuerst mit einem Warm-up, um den ganzen Körper ein bisschen ready zu machen. Das sind heute 3 Runden. Starten tun wir mit einem Inchworm-Push-Up, gehen nachher weiter in One-Leg-We-Ups. Jetzt bin ich immer ein bisschen am Spicken, sorry. Genau. Squat into Stand und Lunges mit einer Rotation. Wir gehen zusammen schnell alle Übungen durch, damit ihr wisst, auf was ihr schauen müsst. Und gehen so nachher weitere Kraftteile ins Workout und ins Cooldown. Sodeli. Okay, Inchworm into Push-Up. Inchworm haben wir die letzten paar Tage schon mal ein bisschen gemacht. Wir starten stehend, laufen mit gestreckten Beinen in die Liegestützposition. Jetzt heute dazu, ein Liegestütz. Schön runter, Brust berührt den Boden. Wir sind gespannt und gehen wieder rauf. Wenn ihr jetzt keine Liegestütze könnt, geht dann auf die Knie, runter und wieder rauf. Oder so eine Zwischenlösung, langsam runterlassen, Knie am Boden nehmen und aufdrücken. Nachher sind wir alle wieder in der gleichen Position, von da aus. Kopf zwischen die Schultern, Fersen Richtung Boden und ausgestreckte Arme. Zurück zu den Füßen laufen. Die Bewegung machen wir 5-mal. Ich zeige es noch kurz vor. Fünfmal das Ganze. Dann legen wir uns auf den Rücken. 10 One-Leg-We-Ups pro Seite. Wir sind ganz gestreckt am Boden. Und jetzt ist das Ziel, die Schultern und die Beine gleichzeitig in die Luft zu lüpfen und jeweils über Kreuz das Bein berühren. Schaut, dass ihr möglichst gespannt sind und nicht hier das Bein so weit aufbringen wie möglich und den Körper am Boden behalten, sondern das Ziel ist, dass wir von beiden Seiten her aufkommen. Dürft ruhig ein bisschen Schwung brauchen. Das Ziel ist aber, dort gut durchzubewegen. Dann geht es weiter für unsere Squat-Beweglichkeit oder respektive in den Squat ein bisschen reinzukommen. Schulterbreiter Stand. Und dann geht ihr mal gerade runter in den Squat, so weit wie ihr könnt. Wenn ihr unten seid, schnappt eure Füße. Jetzt schaut, die Fersen bleiben schön am Boden. Die Knie sind schön außerhalb der Füße. Die Arme sind gestreckt und jetzt stolze Brust machen. Schön aufrecht da hocken und von da aus strecken wir unsere Beine. Schön durchstrecken. Gehen wieder runter und nehmen wieder eine schöne, aufrechte Squat-Position ein. Strecken und wieder runter. Das 5-mal und zum Schluss ein Ausfallschritt mit einer Rotation. Schönen Start. Wir schauen jetzt schön stabil zu sein. Schauen den Ausfallschritt lang zu machen. Tief runtergehen, ohne dass das Knie berührt. Aber dafür, dass das Knie schön über dem Fußgelenk ist. Und jetzt in dieser aufrechten Position rotieren wir dort, wo das Knie vorne ist, mit gestreckten Armen so weit nach hinten wie möglich. Kommen wir wieder zurück und gehen zurück in die Ausgangsposition. Langen Ausfallschritt, tief runter, Knie über dem Fußgelenk und schön nach hinten rotieren. Das 10-mal pro Seite, die 4 Übungen 3-mal nacheinander und dann sollten wir ready sein, sind somit warm und gehen weiter in Kraftteil. Für einen Kraftteil brauchen wir das Tüchlein noch gerade nicht, 2 Wasserflaschen und einen Stuhl. Der Fokus heute im Kraftteil ist ein bisschen auf unserer Push-Bewegung. Wir machen Liegestütze auf der PET-Flasche und Walk into Handstand mit den Füßen auf dem Stuhl, wo wir nachher zusätzlich einen Hold machen, den wir haben in dieser Position. Für Push-Up on the Bottle mit Front Raise. Jetzt Liegestützposition einnehmen. Die Hände sind auf der Flasche.
Vorteil davon ist, wir können einen Deficit-Push-Up machen, weil wir etwas weiter runter müssen mit der Brust. Und der zweite Part ist, das ist so etwas instabil. Durch das haben wir eine gute Aktivierung der Feinmuskulatur und müssen das Ganze noch zusätzlich stabilisieren. Was wir machen, Standard-Liegestützposition. Von hier aus, wir gehen runter. Brust berührt den Boden. Rauf. Und jetzt Front Raise. Runter. Rauf. Front Raise. Runter. Rauf. Front Raise. Scale-Variante, ein bisschen einfacher, hilft den Knie, bleibt aber genau das Gleiche. Runter, rauf, strecken und zurück. Runter, rauf, strecken und so weiter. Wichtige Punkte. Schaut, dass ihr den Rumpf gut aktiviert, dass ihr nicht zu viel Rotation bekommt in den Hüften. So stärken wir unsere Rumpfmuskulatur gut. Von den Füßen her tendenziell ein bisschen einen breiteren Stand, weil wenn ihr schmal sind und den Arm lüpft, dann kippt ihr um. Eher ein bisschen breiter und Handgelenk schön unter den Schultern. So sind ihr parat, so habt ihr Stabilität und könnt auch hier sauber den Arm lüpfen. Das ist Übung 1. 3x 8 bis 12 Wiederholungen. In Kombination mit der zweiten Übung Walk into Handstand und Hold. Wir machen 3 Wiederholungen. Bei der dritten Wiederholung gibt es nachher 30 Sekunden bis 1 Minute Heben. Je nachdem, wie fit ihr seid, könnt ihr das für euch selber entscheiden. Füße auf den Stuhl. Startposition, Liegestützposition. Dann von hier aus. So weit hinten, wie es geht, dass der Kopf schön unter dem Füdeln ist. Und wieder vor. Wieder zurück. Und wieder vor. Und beim dritten Mal. Jetzt 30 Sekunden bis 1 Minute heben. Wenn ihr nicht so beweglich seid, könnt ihr auch die Beine ein bisschen knicken, dass ihr in der Position. Damit ihr in diese Position reinkommt, versucht möglichst gerade hinzugehen, sodass ihr überhaupt mal so das Gefühl bekommt, wie ein Handstand sich anfühlen würde. Schultern gut stabilisieren, Spannung aufbauen, die Arme komplett durchstrecken. Dementsprechend haben wir so einen weiteren Punkt, wo wir unsere Schulterstabilität stärken. In Kombination mit der Liegestütze noch so eine gute Oberkörpergeschichte. Wie ich gesagt habe, 3x 8 bis 12 Liegestütze. 3x rauf, 30 bis 60 Sekunden heben, dann ein bisschen Pause machen und das Ganze 3x wiederholen. Sehr gut, wir gehen einen Schritt weiter ins Workout. PET-Flaschen brauchen wir nicht mehr, außer ihr wollt nicht ganz so viel Gewicht nehmen. Stuhl brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt brauchen wir ein Badtüchli. Das Badtüchli aufmachen. Dann das Gewicht je nach Gusto wählen. Ich kann auch nur 2 PET-Flaschen rein tun, spielt nicht so eine Rolle. Ihr müsst zuerst vielleicht mal schauen, wie die Übung so funktioniert und dementsprechend könnt ihr es nachher entscheiden. Das Badtuch an allen 4 Ecken packen. Dann am besten die gleichseitigen Ecken so zusammenquirlen. So. Und dann habt ihr hier 2 wunderbare Griffe. So ein Säckchen, wo das Gewicht drin ist. Wir haben 3 Übungen. Lunges, die kennen wir, die haben wir im Warm-up auch schon gemacht. Einfach ohne Rotation. Wir haben einen Squat drin, den kennen wir auch. Plus etwas Neues, das dazukommt. Side to side around the world. Jetzt wird es spannend. Startposition. Gestreckte Arme, das Gewicht auf dem Fuß, wo ich das Gewicht in der Hand habe. Dahinter ist aufgestellt. Und dann gibt es eine Rotation. Ich ziehe das Gewicht vor mir durch, hinter dem Kopf und setze es auf der gegenüberliegenden Seite wieder ab.
Das Gewicht ist jetzt wieder auf dem vorderen Fuß, wo das Gewicht ist. Der hintere ist in der Luft. Vorne durch, um den Kopf und über. Vorne durch, um den Kopf und über. Jetzt bambelt das Mikrofon raus, aber das macht nichts. Das irritiert nicht. He? So. Das war Side to Side Around the World. Ist eine super Übung, um so den ganzen Schultergürtel durchzubewegen, weil wir halt die Rotation drin haben und rund um den Kopf arbeiten. Und jetzt kombinieren wir das Ganze mit Lunges und Squats. Und zwar folgendermaßen: jede Runde. Wir starten hier, nehmen das Gewicht auf den Rücken, wie ein Rucksäckchen. Mache ich zwei Lunges. Ausfallschritt. Vorderes Knie 90 Grad, das Knie über dem Fußgelenk. Hinter das Knie am Boden und plus minus 90 Grad. Und zurück. Führe das andere Bein, 90 Grad, 90 Grad. Der Bauch ist immer schön gespannt. Wenn wir dahinter sind, ein Knie beugen. Füße flach am Boden, Fersen nach außen, aufgerichteten Oberkörper. Und ab. Und jetzt. Side to side, around the world. Eins, zwei. Gehen wieder auf den Rücken. Nächste Runde. Vier Lunges. Zwei Squats. Und viermal side to side, around the world. Zurück auf den Rücken. Sechs Lunges. Habe ich schon sechs? Keine Ahnung. Sechs Lunges. Back Squats. Und so weiter und so fort. Das macht ihr weiter und weiter und weiter. 12 Minuten lang. Und es kommen immer mehr Wiederholungen dazu. Immer zwei Lunges dazu. Ein Squat dazu. Und zwei Side Around the World. Side to Side Around the World dazu. Wenn ihr das habt, 12 Minuten durch, check. Noch ein kleines Cooldown. Für das brauchen wir heute wieder die Wand. Setzt uns seitwärts, so noch wie möglich, hin. Das Füdeln ist an der Wand. Rücken ist flach am Boden. Jetzt ziehe ich die Beine so fest, wie ich kann, hin. Tiefen Squat. Das ist eine schöne Spannung in meiner Squat-Position. Der Rücken ist immer noch flach am Boden. Und jetzt strecke ich noch zusätzlich meine Arme über den Kopf. Schließe die Augen. Tief durch die Nase ein. Durch das Maul ausschnaufen. Und einfach probieren runterzufahren. Selber entscheiden, 3 bis 6 bis 10 Minuten, habt ihr euch komplett selber überlassen. Bis ihr das Gefühl habt, hey, passt mir, gut gewesen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ciao zusammen!